Beim Spachteln ist es wichtig, dass ihr das richtige Band verwendet, denn wir wollen ja nicht, dass nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, uns das Band beim Abziehen einreißt. Und dafür habe ich genau das richtige Band für euch, das KIP 3373. Dazu gibt es auch noch den passenden Masker. Ich habe im Hintergrund einmal die Fläche abgeklebt mit dem Masker, anschließend eine Fläche mit dem 3373 und Florian mit einem günstigen Band aus dem Baumarkt. Und heute testen wir, ob das 3373 genau das einhält, was es verspricht. Mal das herkömmliche Goldband entfernen. Wie man sehen kann, reißt es relativ schnell ein. Und hier auf der Seite kriegen wir eine durchgehende, schöne Kante, ohne dass das Band irgendwie einreißt. Haben wir natürlich auch unten bei dem Masker. Unterm Strich ein sehr stabiles Band. Folgt mir!